Ich finde übrigens Snickers mit diesem, ich glaube, du brauchst ein Snickers-Ding. Ich finde, das hat, gibt viele geile Werbeideen, das ist eine davon. Mega. Ich finde, dass diese damit eine Mega-Kampagne, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Wenn du hungrig bist. Mann. Und dann diese Werbespots mit diesen einfach. Zwei mit diesen irgendwelchen, die hatten ja, war das nicht irgendwie sogar Aretha Franklin oder so? Das sind nicht so irgendwelche krassen Soul-Sängerinnen Und so eine Diven? Das Ding ist ja mega krass schon. Also, und das Ding ist halt, sorry, aber das Ding ist halt, dass sich das so, dass sie das damit geschafft haben, dass jedes Mal, wenn irgendeiner irgendwie so ein bisschen pissig oder zickig ist, du immer irgendeinem im Umkreis hast, der sagt so, Bro, ess mal einen Snickers, Alter. Du ist mir richtig auf den Sack. Beste Werbung, beste Werbung, oder? Scheiß, wenn das Ding so läuft, so, oder wo man aber auch sagen muss, gib mal ein Zewa. Es gibt sehr viele, oder gib mal ein Tempo. Ja, aber da ist es... Ich weiß, das ist jetzt keine coole Kampagnenmechanik und kein cooler Gedanke, deswegen. Aber wie krass ist das denn, wenn dein Produkt... Ein Produktname quasi, quasi das ersetzt, was oder wie beim Auto die Golfklasse. Das kenne ich nicht. Na, der Golf VW Golf, der hat ja eine eigene, ich glaube, wann ist der erste rausgekommen, 1974 oder so? Der hat ja eine eigene Fahrzeugkategorie begründet. Das heißt also, die Golfklasse. Wenn ich jetzt hier mit meinem Hyundai durch die Gegend fahre, dann ist es eine Golfklasse. Nee, also mehr so ein... Also, dass mein Auto keine Golfklasse ist, weiß ich, aber man könnte quasi eine andere Marke trotzdem als Golfklasse bezeichnen. Also sagen wir mal einen Skoda Fabia. Genau. So. Golfklasse. Das ist dann die Golfklasse. Aha. Ja. Und das habe ich noch nicht... Natürlich jetzt mittlerweile schon ein bisschen rausgewachsen alles so, aber damals so in den 90ern, 2000ern war es so, hattest du so VW Golf, Opel Astra, Ford Fiesta, so, es war alles so die Golfklasse so. Okay. So krass, wenn dein Produkt eine ganze Range an anderen Sachen irgendwie bezeichnet. Das ist natürlich die Arschkarte als Gegenbuhler, Nebenbuhler oder wie man das nennt. Das ist aber krass, ne? Wie sich soweit dann verbreitet. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwelche Sachen gibt, die mir so einfallen, aber... So aus der Werbebranche? Na, wo sich das so Produkt so durchgesetzt hat. Also ich finde ja dieses Snickers-Beispiel super geil, wie gesagt, dass das so irgendwie funktioniert. Aber auch halt, was du gerade sagst, mit der Golfklasse oder mit dem Zewa, ne? Davon gibt es ja auch so ein paar Beispiele. Ich glaube, bei Nutella könnte man vielleicht auch noch so ein bisschen... Es gibt bestimmt auch viele Leute, die zu der Billig-Variante trotzdem Nutella sagen, am Frühstückstisch. Ja. Vielleicht. Ja. Sonst fällt mir gerade ein Stein. Lass mich kurz denken. Nö, aber das ist die perfekte Überleitung. Zum Muttis begrüßen? Ja. Fällt nicht mehr ein. An alle Muttis, die gerade Nutella im Mundwinkel haben, guten Morgen. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Meinst du, dass wir ein Frühstückspodcast sind? Nee. Irgendwie ein Einschlaf-Podcast. Meinst du? Ja. Ist irgendwie schade, weil man beim Einschlafen dann immer hinten raus vergisst, um was es ging. Ja, aber ich finde es irgendwie auch, ich finde es total geil, dass wir für manche Leute ein Einschlaf-Podcast sind, weil ich mich so insgeheim so ein bisschen über diese Leute auch lustig mache. Weil ich finde irgendwie so, wie dämlich ist das eigentlich, so ein Podcast, der so unglaublich lustig ist. Überdimensional, überproportional. Die lachen sich in den Schlaf. Beim Schlafen zu hören. Und ich stelle mir so vor, dass du so am Einnicken bist. Und ich habe das halt selber schon gemacht. Also ich habe nicht unseren Podcast, sondern einen anderen Podcast mir angehört, den ich lustig fand. Mhm. Ja. Und zwar war das Eulen vor die Säue. Kennst du den? Icke. Ich bin Icke, der große Podcast. Eulen vor die Säue ist ein Podcast, der aus diesem Klaas Häufer Umlauf macht, der diesen Baywatch Berlin Podcast, der nicht groß ist. So. Und bei diesem Florida TV arbeiten ja noch andere Leute, unter anderem auch Frank Thonmann und so ein paar Leute, die so hinter den Kulissen sind. Und die haben einfach gesagt, wir machen auch einen Podcast. So, die sind eigentlich nicht, prominent, in dem Sinne nicht so prominent wie Klaas und Joko. Und die erzählen aber immer so krasse Background-Stories aus Florida TV und was da so hinter den Kulissen bei diesen Produktionen passiert. Mhm. Alter, ey, und ich hätte es nicht gedacht, aber es ist großartig. Es ist ein herrlicher Podcast. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den beim Einschlafen gehört und hatte so voll oft so, war so fast weg und dann auf einmal und fang an zu lachen. Aber es ist natürlich auch geil, ne? Ich meine, wenn du eine Produktionsfirma hast und da einfach Background-Stories aus dem Produktionsumfeld erzählst, da sind ja die Lacher schon vorprogrammiert. Ja, aber diese Storys, die sind so unglaublich, dass du das nicht. Also. Egal, begrüß doch mal die Muttis jetzt, Alter. So, was ist hier los?
Freunde, ein recht herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Hübsche Söhne, dem beste Freunde Podcast, exklusiv auf Spotify und überall, wo es noch Podcasts gibt. Und das will ich irgendwann mal sagen, aber ich baue das jetzt mal so mit ein. Diese Folge ist gesponsert von Blume 2000, keine Ahnung. Und ich, Lion King. Irgend sowas. In Kooperation. Irgendwann würde ich das mal gerne sagen wollen, dass irgendjemand sich mal für uns interessiert. Ich sitze wieder mit meinem besten Freund Norman. Hi. Im besten Tonstudio der Welt. Wir nehmen mich mit für eine Stunde. Auf die Reise der Freundschaft. Punkt. Wie geht's dir denn jetzt, nachdem du endlich was im Bauch hast? Hast du heute schon was gegessen? Ja, ich habe heute schon was gegessen. Wir haben noch heute kurz telefoniert. Ja, aber ich habe ja nicht gesehen, was du dabei gegessen hast. Naja. Weißt du, was ich gegessen habe? Du hast so eine Fertignudelsuppe gegessen. Ne, so eine Terrine. Genau. War richtig. War ich übrigens sonst nie. War wirklich einfach, weil Brot alle war. Und ich habe das Ding einfach bei uns aus der Vorratskammer geklaut. Nö, ich hab mir halt schön 4 Stullen gemacht. Okay, mit was drauf? 2 Stullen mit Leberwurst und 2 Stullen mit Meerrettich Belag und oben drauf noch die restlichen Scheiben Salami. Übrigens, Leberwurst, habe ich mir sagen lassen, ist so eins der wenigen veganen Produkte, die man mittlerweile tatsächlich irgendwie geil bekommt. Ich kaufe ganz viele vegane Würste mittlerweile von Rügenwalder. Die vegane Mortadella, die vegane Bla, die vegane Schnitzel. Die sind richtig geil. Ich habe noch keine vegane Salami gefunden, die mir schmeckt. Da habe ich schon ein paar Sachen probiert, komme nicht ran. Also das finde ich irgendwie weiterhin eklig. Es gibt vegane Mettwurst irgendwie, die ganz gut war. Aber ich muss dazu sagen, weißt du, das Ding ist, ich interessiere mich eigentlich generell nicht so krass für dieses Wurstthema. Also mein Frühstückstisch am Wochenende, der funktioniert eher mit Käse und Marmelade. Zusammen? Teilweise. Oh, du bist richtig verrückt. Also so Camembert oder sowas. Weichkäse, und dann macht man da so Marmelade. Wieso? Aber gibt's auch oft. Ey, das finde ich so krass, ne? Ich meine, muss man sich ja mal einfach überlegen. Wir beide. Wir sind ja groß geworden mit der Nummer, dass wir uns, wo wir 17 waren, bei dir in deinem Dachgeschoss-Kinderzimmer, ne, getroffen haben und uns Quentin Tarantino-Filme angeguckt haben und dann uns eine Tiefkühlpizza erteilt haben. Das war ja richtig geil. Dann haben wir die noch ein bisschen verfeinert mit extra Käse oder mit extra Ketchup oder so, dass wir aus der Nummer rausgekommen sind und dann die irgendwann mal sitzen und erzählen so, ja, ich mache mir manchmal Marmelade auf meinen Käse. Ganz ehrlich, also ich finde es schon erstaunlich, dass wir da heil aus der Nummer rausgekommen sind. Weil ernährungsmäßig, war. Kannst du dich noch an dein erstes Gericht erinnern, was du mal für dich selber gekocht hast? Bestimmt Nudeln mit Tomatensauce, oder? Also wir müssen jetzt mal irgendwie kochen definieren. Das fing ja alles an mit einer Scheibe harte Wurst, Käse drauf und ditte so in die Mikrowelle. Hast du das auch gemacht? Boah, Alter. Kennst du das noch? Kennst du noch in den Ofen, ne? Hier in den Ofen rein, stoßt. Salami, so ein riesen Zwiebelring. Boah, Alter, das muss ich mal wieder machen. Bist du so ein Hawaii-Toast-Typ? I. Okay. I. Es gibt, also Ananas ist cool, ja. Aber Ananas warm, nicht cool. Nee. Das gleiche ist übrigens verhält sich mit Kohlrabi auch so. Und auch mit Avocado. Ja, und Tomaten. Hä? Warme Tomaten. So, also es geht jetzt nicht darum, es ist nicht so Tomatenscheiben auf einer Pizza, sondern so runde, richtig runde. Wenn du so raufbeißt und dir kochend heiße Wasser in den Mund läuft. Diese Mistviecher, ey, wirklich, Alter. Kochend heiße Tomaten kannst du voll vergessen. Ja, okay. Wo waren wir gerade? Das Gericht kochen. Also hier Käse überbacken, überbackene harte Wurst. Mikrowelle. Alter, ey. Du hast mit der Mikrowelle gekocht. Das funktioniert halt einfach. Also, dass quasi der Körper, der eigene Körper, in dem Moment nicht sagt: Nee, mach ich nicht. Oder hier, wie heißt es? Also, ja. So Kiefersperre kriegst, dass du überhaupt in deinen Mund trainiert, wa? Alter. Ey, wirklich ohne Scheiß. Da muss der Körper muss doch wirklich sagen: Bro, nein.
Nein. So, wenn du so die Gabel zum Mund führst, der Mund müsste so automatisch zugehen. So, nein, machen wir vergiss nicht. Vergiss es, werde ich nicht. Bist du bescheuert? Ey, wirklich, oder? Was man alles schon gegessen hat in seinem Leben. So, und ich glaube tatsächlich, dass dann die quasi die Pimp My Ride-Variante davon ist ja dann quasi da eine Scheibe Toast drunter zu legen und das in den Ofen zu machen. Hm. Übrigens, mein Go-To über Backenkäse ist tatsächlich der Tilse da, ne? Ich weiß ja nicht, welchen Käse bevorzugst du zum Überbacken? Ich bin ganz ehrlich, ich hole mir einfach immer den Käseaufschnitt. Ah, die Mischbox. Die Mischbox. Ey, aber ich hab neulich was Geiles. Kennst du die tschechische Käsebox? Nee. Alter. Mit Geruch, oder was? Nee, da ist, ist ein Käsezopf drin. So ein geflochtener Käsezopf. Aha. Alter. Geht okay, mich richtig geil. Tschechische Käseplatte gibt's bei Edeka. Ich merke, das wird auch wieder die tiefgründigste Folge, die wir jemals haben. Mann, ey, ich versuch gerade irgendwie, den Motor zu starten. So. Ja, aber also ich glaube, es gibt tatsächlich ein Gericht. Was mein erstes Gericht war, was ich in die Kategorie Kochen reinbringen würde. Und zwar, hast du schon mal die berühmten normschen Nudeln gegessen? Nö. Du hast noch nie für mich gekocht. Doch, du hast mir einmal Rührei gemacht. Und dann hast du mir beim Rührei... Ich habe für dich gekocht, Alter. Nein, wann denn? Die Pizza? Wir haben schon mal geklärt, dass Kochen Ofen ist. Ja, nee, aber... Drei Zutaten ist Kochen, nee, aber ich möchte den modernen, den erwachseneren, den woken Norm haben. Ja? Ich hab einen Woke zu Hause. Da kann ich dir was drin machen. Und mal den schönen asiatischen Gericht in meinem Wohnzimmer zu Hause. Ey, Alter, das ist da noch einfach. Stell dir vor, Berlin Friedrichshain, ja? Boxhagener Platz, Eckhaus und unten ist einfach ein Asiate drin, der sich Vogue nennt. Ja. So, und dann gibt es nur so geile Vogue-Gerichte. Halt. Ja, und dann heißen die Gerichte so Kate Moss. Kate Moss ist dann so eine Bowl, wo nicht viel drin ist. Ja. So. Und dann gibt es dann noch so andere, so eine Claudia Schiffer. Oder, nee, vielleicht heißt das Ding nur Moss und Schiffer. Und Schiffer ist dann sowas, weil Claudia Schiffer war ja langhaarig und war eine Blondine. Das ist sowas mit so ganz vielen Nudeln drin. Ey, und ich habe übrigens für diesen Laden schon die absolute Idee für das Frühstücksbuffet. Ja. Pass auf. Also du kannst in dem Laden so von 8 bis 11 kannst du so frühstücken gehen. Brunchen. Genau, so. Und die Überschrift ist dann I woke up like this. Alter. Ey, oder? Ja. Das kannst du dann irgendwie so machen. Aber es muss asiatisches Frühstück sein, weil wir machen ja das in Vogue-Laden. Und der wird aber auch so W-O-G-U-E. Nee, wird in Vogue geschrieben. Na, W-O-K-E einfach. Also so schreiben wir das ja, von Vogue. Wie wir wollen. Wir schreiben einfach, wie wir wollen. Und dann läuft den ganzen Abend läuft nur ein Song in dem Laden, nämlich von Madonna. Come on, Vogue. Kenne ich nicht. Von Madonna? Mega Song. Come on, Vogue. Ich würde ja Zeit für so eine Playlist auf Spotify, Alter. Hey. Auf jeden Fall die normschen Nudeln. Bestehen daraus, dass ich quasi so eine eigene Tomatensauce kreiert habe, die natürlich zu einem großen Teil aus Ketchup besteht. Ey, aber ich sag mal so, das Ding, kannst du mir das mal kochen? Aber pass auf, was ich gemacht habe, um das zu einer richtigen Soße zu machen, ist pass auf, und Scheiß. Mhm. Kennst du noch, wie stehst du zum Thema Soljanka? Brauch ich nicht erklären, das ist geil. Mega. Aber mit dem extra Schuss Sahne. Ja, und auch mit dem extra Schuss Jagdwurst oder was da drin ist. Ja, und Ignoranz. Einfach in den Top. Was da ist. So, pass auf. Und als es noch nicht so verpönt war, einfach auch so Wurstwaren in großem Übermaß zu sich zu nehmen, habe ich also mit frischen 19 Jahren Folgendes gemacht. Ich habe 2 Packen Wiener geholt, aber die so fest vakuumverpackt sind, dass wenn du die rausholst aus der Verpackung, dass sie so ein bisschen viereckig sind. Kennst du die? Ja. die so aneinander kleben und dann willst du raus und die haben einfach so eine viereckige Form, weil die so... Ja. So, pass auf, die habe ich genommen und habe die so in kleine Scheiben geschnitten. Mhm. So einen halben Zentimeter dick. So, dann habe ich die zusammen mit Zwiebeln angebraten und dann kam meine berühmte Ketchup-Soße zum Einsatz, die habe ich dann irgendwann darüber gekippt. Aber pass auf, ich habe das irgendwann richtig auf die Spitze getrieben. Ich habe nämlich dann mal rausgefunden, wie man eine Mehlschwitze macht. Oh.
Und dann habe ich eine Mehlschwitze gemacht und habe dann damit irgendwie so eine Soße angerührt und versucht quasi immer mehr eigene Soße zu machen und immer mehr Ketchup zu reduzieren. Ja. Und dass dann irgendwann immer weniger Ketchup drin ist. Und dann habe ich da irgendwelche Gewürzmischungen mit reingehauen und noch Sahne. Einfach komplett 250 Gramm Sahne reingekippt. Oder 200 Gramm ist eine komplette Tüte Sahne reingeschüttet. Boah. Und dann aber mit diesen Spirelli-Nudeln, weil ich liebe ja Spirelli-Nudeln. Ja. Und meine Freundin sagte mal zumindest, dass wie so kleiner junge Nudeln sind. So, die nehme ich immer als erwachsener Mann nicht ernst, wenn ich diese Nudeln esse, aber es sind die tollsten Nudeln einfach. Finde ziemlich diskriminierend. Ich meine, wir sind doch im Jahr 2022. Ja. Und irgendwie wird damit zu Hause nicht gekocht. Es sei denn, ich koche damit. Was und ich wünsche mir die eigentlich immer. Ich finde zum Beispiel auch Spaghetti Bolognese, ne? Ja. Mit Spirelli-Nudeln durchaus ein potentes Essen. Das ist irgendwie geil, Alter. Das ist viel geiler, als das mit Spaghetti zu essen. Ja, total. Und ich nenne es trotzdem Spaghetti Bolognese, obwohl es mit Spirelli-Nudeln ist. Spirelli Bolognese. Stimmt. Mhm. Naja. Dann haben wir mit Spirelli-Nudeln gemacht und ich habe dieses Essen geliebt. Ne? Und dann halt einfach auch nochmal schön so 800 Gramm Parmesan rübergerieben. Boah, Alter, dass du nicht so mehr Sport machen musst. Dass ich wie alt warst du denn da? Als naja, wann bin ich ausgezogen? Ich bin ausgezogen mit 19 bin ich ausgezogen zu Hause. Jetzt ist eigentlich die große Frage, die ganzen Hörer interessiert. Jetzt hast du uns ja teilhaben lassen an den normschen Nudeln und dann dieser völlig absurden Soßenkonstruktion, dass du da eigentlich kein schwarzes Loch aus Versehen kreiert hast. Aber es hat halt so einen Soyanka-Style, ne? Ja, also schmeckt halt wie so ein Essen, was man sich richtig so an der Kantine irgendwo für 12, 15 mitnimmt. Ja, ich meine das aber auch ernst, ne? Ich meine das ernst mit, koch mir das mal bitte. Ich bin dein Mann dafür. Ich esse sowas. Nee, das ist du safe. Weil, du weißt du, was das Geile an diesem Rezept ist? Ja. Du kannst das in groß kochen. Also das skaliert. Man kann du die musst Soße skalieren, genau. Du kannst sie expandieren und skalieren lassen. Du kannst also auch so einen richtig großen Eintopf-Topf nehmen, weil dann brauchst du einfach nur noch mehr Ketchup und noch mehr Würste. Und dann ist gut. Und Milch und Wasser und Sahne und dann geht das. Aber jetzt nochmal meine Frage. Die ist eigentlich ganz wichtig für die Hörer auch. Naja, frag mich mal, mein Kleiner. Hast du diese Gericht? Ja. Auch schon mal, sag ich mal, gekocht, um Frauen ins Bett zu kriegen? Ja, nicht ins Bett. Ja, doch, ins Bett. Oder sie zu bezirzen? Nee, dafür habe ich andere Gerichte benutzt. Warten. Ist eigentlich auch gelogen. Was hast du bestellt? Ich hatte einmal tatsächlich meiner Freundin so ein, um sie zu beeindrucken, so ein Gericht gekocht, wo ich so eine. Das hieß irgendwie mediterrane Scampi-Knoblauchpfanne, wo du so mit Weißwein kochst und so. Und da waren so Scampis drin. Und dann hast du das zum Schluss noch mit Rucola belegt. Also es war so wirklich irgendwie das Gefühl gehabt, du bist in einem französischen Restaurant. Mhm. Und ich kann ja kochen. Also ich bin ja nicht doof. Ich kann ja eigentlich ganz gut kochen. Ich koche halt sehr selten. Und wir haben das schon mal im Podcast besprochen, wenn ich koche, dann muss das immer so ein Event sein. Das heißt also, ich schneide die Zwiebeln, dann packe ich die vorher in so eine kleine Glasschale. Anstatt die vom Brett in die Pfanne zu schütten, muss ich die vorher nochmal in so eine Schale machen. Klar. So, ich habe da schon mal was vorbereitet, Style. Und dann trinke ich dazu auch gerne mal irgendwie ein Schlückchen und so. Und das finde ich dann geil. Ich zelebriere das. Mache mir geile Musik an und so. Ey. Ich könnte halt nicht so dieses Alltagskochen, das könnte ich nicht so jeden Tag mir zu überlegen. Das Casual-Ding so, ja, ne? Das ist nicht meins. Ich merke gerade, es gibt so Sachen, die in den 25 Jahren Freundschaft. Zu denen du keine Bilder hast, ne? Nee, Alter, ich stelle mir das halt gerade vor. Wie du in der Küche stehst. Habe ich eine Schürze an oder nicht? Ja, du hast definitiv eine Schürze an. Habe ich nicht, siehst du? Weil du versuchst mir mal das Ghetto in mir abzusprechen, Alter. Bro. Nein, du kannst ich stehe mit meinem weißen Lieblingst-T-Shirt in der Küche und koche, Alter. Und ich ja, aber du kannst ja mit der Schürze Ghetto aussehen. Da musst du ja so eine Ghetto-Barber-Schürze holen. Ich hatte doch mal diese Titten-Schürze gehabt. Weißt du noch? Stimmt. Oh, ey, was ich für ein Typ war, Alter. Das ist so unangenehm, wenn ich überlege, wie ich mit 19 drauf war. Ich meine, unabhängig von meinem 15 Euro Brilli-Ohrring, den ich in der linken Seite meines Ohres getragen habe, dann hatte ich auch noch so eine super coole Tittenschürze zu Hause gehabt, Alter. Da haben wir zur Fußball-WM damals. Was für ein Mensch war ich. Und dann saßen wir da in deinem Wohnzimmer Mit diesen Dingern, die man so aneinander schlägt und du bist mit der Tittenschürze durch die Gegend gerannt, Alter. Aber ich habe diese Tittenschürze leider nicht mehr. Und das tut mir sehr leid. Und ich finde, es wird Zeit für eine neue Schürze, aber diesmal möchte ich keine Tittenschürze haben, sondern diesmal möchte ich so eine Männerschürze haben, so ein nackter Männeroberkörper mit einem Brustwarzenpiercing. Wir sind jetzt wieder bei dem Thema hübsche Söhne-Merch.
Ey, Idee. Nur Idee. Nur Idee. Leute, wenn ihr noch dran seid, gerade am Einnicken seid, mal kurz wach werden. Pass auf. Alter, du kaust original diesen Bonbon ins Mikrofon rein, ne? So gibst du auch richtig Mühe, deinen Mund so nah wie möglich ans Mikrofon zu halten, damit man dein Knurpsen. Wie nennst denn du das? Nennst du das auch Knurpsen? Nö, kauen. Wenn du einen Bonbon kaust und der dabei so ein Geräusch macht, wie nennst du dieses Geräusch? Knuspern? Knuspern? Ich weiß nicht. Wie geht ein Bonbon auf Knuspern? Knuspern? Knurpsen. Knurpsen, ja. Erzähl mal jetzt hier von deinem. Laut. Von deiner Idee. Ich hab den Bonbon jetzt auch geknupst. Pass auf. Ich fotografiere deinen Oberkörper nackt. Ja. Ja. Und ich möchte den noch pur haben, wie er ist. So, ich möchte nicht, dass du dich rasierst. Ich möchte auch nicht, dass du deinen Bauch einziehst oder so. Ich möchte wirklich deinen Oberkörper so, wie er so. Wie Gott mich geschaffen hat. Wie Gott ihn erbrochen hat eigentlich. Nee, so. Wie Gott ihn geschaffen hat und ich ihn halt komplett. Wie du ihn verunstaltet hast. Ja. So. Mhm. Und den lasse ich mir auf ein T-Shirt oder auf eine Schürze drucken. So. Dass ich mit deinem Oberkörper einfach rumrenne. Wenn du möchtest, dann kannst du auch meinen Oberkörper haben. Ich frage mich gerade, wenn wir jetzt von uns beiden Bilder machen würden, ja. Nackt, ja. Und die schwarz-weiß machen würden, ne? Außer von der gleichen Beleuchtung her. Ja. Meinst du, die Leute würden wissen, welcher Oberkörper zu wem gehört? Naja, dafür müssten mal die Leute wissen, wie wir aussehen in echt. Also die Leute, die uns schon mal in echt gesehen haben, die würden das auf jeden Fall sehen. Meinst du wirklich, dass jeder sofort von deinem Kopf, also die meisten, also ich weiß, wenige haben uns nackt gesehen von unseren Hörern? Ja, also guck mal, das Problem ist, Spoiler-Alarm so, aber die Leute würden ja sofort meine tausenden Sommersprossen sehen. Ich glaube, die müssten ja auch deswegen dachte ich halt schwarz-weiß. Ne? Ja, das aber ist ja auch schwarz-weiß, die ganzen Punkte. Ja, aber wer sagt denn, dass ich nicht Sommersprossen auf der Brust habe? Stimmt. Kann ja sein. Stimmt. Stimmt, ich bin ja auch tätowiert und du nicht. Verdammt, Alter. Ey, ja, die Idee war gut. In einer neuen Folge habe ich nichts zu Ende gedacht. Ja. Scheiße. Ey, wenn du das übrigens leer frisst, weil du schon wieder nicht aufhören kannst, dann, jetzt wollte ich gerade sagen, dann hau ich dir in die Fresse, aber ich würde dir niemals in die Fresse hauen. Ich stelle sie jetzt zu dir. Was hast du denn da? Alter, Junge. Da sind noch drei Zigarren drin für dich. Alter, Falter, ey, so inner bist du nicht. Aber würdest du mir das nicht gönnen? Mich ärgert nur, dass du das nicht mitkriegst. Du bist ja nicht mal so ein Typ, der offiziell sagt, ich bin jetzt so ein Arschloch und esse das, ist mir egal. Sondern du bist einfach so ein Typ, du kriegst ja nicht mit. Du frisst einfach die ganze Zeit und dann ist das leer und selbst das würdest du ja nicht merken. Das Ding, ich fühle mich stimmt's halt oder stimmt's nicht? Nein. Stimmt's oder stimmt's ja? nicht? Ich fühle mich, hier so wohl. Ja. Dass du einfach frisst. Ja. Ey, die kann man auch nicht hinstellen. Ich habe ja zu Hause, was ich mir zu Hause zum ich nasche ja nicht mehr. Dieser Bonbon war meine erste Süßigkeit heute. Du naschst schon mal, wenn du hier bist. Nee. Letztes Mal hast du auch so ein Bonbon gegessen. Ja, genau. Du sagst aber schon seit mehreren Monaten, dass du nicht mehr naschst. Aber ich habe nicht mehr diese Schokoladenexzesse, wo ich zwei Tafeln Schokolade am Tag esse. Das ist krass. Oder eine ganze Packung Kinder Bueno oder mir so ein Fünferpacken Kinder Pingui kaufe. Sag mal nochmal. Kinder Pingui. Pingui? Du bist richtig krass. Wieso? Kennst du, hast du schon mal was vom Mandela-Effekt gehört? Nee. Der Mandela-Effekt ist, dass quasi Menschen sich in einem großen Kollektiv, also eine riesige Masse von Menschen, dass sie sich gemeinsam falsch an eine Sache erinnern. Und die meisten Menschen auf der Welt würden mit fester Behauptung sagen, dass es Kinderpinguin heißt. Kinderpinguin. Was ich auch gesagt hätte. Und ich habe heute erst rausgefunden, dass es Kinderpingui ohne Pingui. N hinten heißt. Ja. Und ich war gerade mega erstaunt, dass du das richtig sagst, weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen denken, es heißt Kinderpinguin. Weil es meine Lieblingssüßigkeit ist mit. Ich mag Kinderpingui. Kennst du noch weitere Mandela-Effekte? Zum Beispiel die Figur von Monopoly. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. Viele Leute denken bei dieser Figur an diesen Mann mit dem Zylinder und dem Anzug und diesem Monokel auf dem Auge. Ja? Aber diese Figur, die hat gar keinen Monokel auf dem Auge. Das ist so krass. Und das Alter. Ist krass, weil die meisten Menschen das denken. Disney, kennst du da den Mandela-Effekt? Bei Disney? Nee, erzähl mal. Das Intro von Disney, ja. Was vor jedem Disney-Film ist. Mit dem Schloss. Genau. Beschreib mir das mal. Ich habe gerade so ein bisschen Angst, dass das bei dir einfach nicht funktioniert, weil du einfach keine... Ja, kann ja aber Medienbildung hast, du bist ja nicht so der Filmegucker. Aber beschreib mal. Das Schloss. Naja, das Schloss.
Und was passiert? Der Effekt, immer der dann immer kommt. Ach so, eine Sternschnuppe von links nach rechts und dann steht Disney da. Okay, Sternschnuppe. Wie wird die erzeugt? Aus einem kleinen Stern. Oder was meinst du genau? Ey, das können wir eigentlich aus der Folge löschen. Der Mandela-Effekt funktioniert mit dir überhaupt nicht. Scheiße. Es wäre so cool gewesen, dich jetzt zu mindfucken, aber es geht einfach nicht. Die meisten Leute denken bei diesem Disney-Intro daran, dass Tinkerbell, die kleine Fee von Peter Pan, oder auch Glöckchen in dem Spielfilm genannt, glaube ich, dass die rauskommt und mit ihrem Zauberstab diesen Bing und dann diesen Bogen mit diesem Blitzerding über diesem Schloss zieht. Das Lustige ist, jetzt wo du es so beschreibst, erinnere ich mich da auch dran. Das kommt einem irgendwie bekannt vor. Ja. Ne? Und auch das existiert einfach nicht. Krass, Alter. Das ist schon irgendwie kurios, oder? Ja, gibt irgendwie so einen Haufen Mandela-Effekte. Ein letzter, der mir noch einfällt, ist Pikachu. Ja. Hast du so einen Blick, wie der aussieht? Ja. Kannst du mal sehen, der hat ja so einen Schwanz hinten dran. Ja. Weißt du, wie der aussieht, der Schwanz? Ja, naja. Beschreib mal. Ja, wie ein Blitz. Okay, also die Farben? Von dem Schwanz? Hm. Ich glaube, der ist gelb mit einer schwarzen Spitze. Hm. Jetzt habe ich dich. Oh, habe ich mich falsch erinnert? Und genau das würden jetzt wahrscheinlich auch 99% aller Menschen sagen. Und der Schwanz von Pikachu ist komplett gelb. Der hat keine schwarze Spitze. Und alle Menschen, ich inklusive, würden genau den Schwanz von Pikachu so beschreiben, mit dieser schwarzen Spitze. Krass. Aber der ist komplett gelb. Krass, Alter, wie kann denn sowas sein? Ich weiß, ehrlich gesagt, ich bin da noch nicht so tief eingestiegen, weil mir das so ein bisschen so diese Verschwörungs-ESO-Suppe ist. Aber mir ist es in letzter Zeit öfter mal so in den TikTok-Algorithmus geploppt. Mhm. Und ich fand es auch irgendwie faszinierend. Es gibt auch einen Grund dafür, warum das Mandela-Effekt heißt, aber ich komme gerade nicht drauf, mein Handy liegt auch zu weit weg. Das tut mir leid. Magst du es schnell holen? Ja, komm mal, ich glaube, das wollen wir noch auflösen. Ne? Ja, wir können ja auch mal hier interaktiv, die Leute denken ja immer, dass das ja alles geskriptet ist. Ach. Aber wir können ja einfach mal interaktiv in der Folge jetzt auch mal... Hatten wir nicht schon mal über den Mandela-Effekt gesprochen, Alter? Vielleicht erinnerst du dich daran falsch. Ja, vielleicht erinnern wir uns alle daran falsch. So. Mandela-Effekt. Also, ob vermeintlich... Okay. Vermeintlich Verstorbene, die sich besser Gesundheit erfreuen oder falsch rezitierte Liedtexte, wenn sich viele Menschen kollektiv falsch erinnern, spricht man vom Mandela-Effekt. Ja. Kann dir nicht passieren, auf einen Blick auf unsere Beispiele könnte das widerlegen. So, ich muss mal hier rüberfliegen. Was, der lebt noch? Dann kommt er immer, benannt ist danach, viele Menschen dachten, genau, benannt ist er danach, dass viele Menschen dachten, Nelson Mandela sei bereits in der Gefangenschaft gestorben. So, okay. Was nicht stimmt, Mandela wurde 1990 aus der Haft entlassen und war von 94 bis 99 Präsident Südafrikas. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich bei mir selber auch festgestellt habe. Also ich hatte auch irgendwie immer so im Hinterkopf, dass Mandela ja verhaftet, also eingesperrt worden ist ins Gefängnis und dort dann halt auch gestorben ist irgendwann. Ach. So, und dass der ist nochmal rausgekommen und dann halt auch einfach nochmal ein paar Jahre Präsident gewesen ist. So. Da muss ich dazu sagen, da hätte ich jetzt gar nichts zu sagen können. Ja. Warte mal, so, dann haben wir hier noch so ein Ding. Achso, genau. Auch ein geiler Mandela-Effekt ist, ich weiß nicht, ob du dich trauen würdest, mit mir zusammen zu singen. Klar. Du kennst doch den Song von Queen, We Are The Champion. Ja. Okay, kannst du den kurz anstimmen? Also der Song geht ja, We Are The Champions. We are the champions. So, pass auf. Und wie? No time for losers, but we are the champions of the world. Genau. Und dieses of the world existiert in diesem Song nicht. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft. Fuck, Alter. Das ist auch der Mandela-Effekt. Genau. Das gibt's nicht. Das habe ich mir auch angeguckt. Ich habe mir den Song danach angehört. Ja. Und dachte so, das kann doch nicht sein, Alter. Ihr wollt mich doch ficken. Die haben doch den Song einfach umgeändert danach. Das Aber was singt er denn anstattdessen? Nichts. Das ist dann, 'cause we are the champions, zu Ende. Das kommt am Ende kein Of the World an diesem Song. Aber es würde halt voll Sinn machen, dass da Of the World kommt. Ja. Also ein bisschen überheblich auch. Wahrscheinlich, aber es würde schon Sinn machen. Ja. Scheiße. Ob man den Mandela-Effekt auch so bei sich selber privat hat, dass man sich so selber irgendwelche Sachen...
an sich Sachen erinnert, die niemals stattgefunden haben? Kannst du die Frage nochmal bitte wiederholen? Oh, Norm, bist du jetzt nicht aufmerksam? Nee, weil ich gerade das nochmal gelesen habe. Dass man sich Sachen nicht wieder... Nee, dass man sich an Sachen erinnert in seinem Leben, die niemals stattgefunden haben. Das gibt es tatsächlich. Und das heißt, dafür gibt es auch einen Begriff. Und zwar irgendwas False Memory Effect oder sowas heißt das. Das ist total krass, dass du das jetzt ansprichst. Weil ich habe original vorgestern zu dem Thema eine Podcast-Folge gehört. Okay. Da ging es um so einen Psychologie-Podcast, der heißt Jakobs Weg. Also nicht der Jakobsweg, sondern Jakob der Vorname, wow. Jakobsweg. Meta. Und das ist aber ein Pseudonym von einem, der diesen Beste Freundinnen-Podcast macht. Den kennt man vielleicht, diesen Podcast. Hm. So mit diesen vier gegen Holzköpfen oder was sie da, keine Ahnung. So, egal, auf jeden Fall, pass auf, der Typ, der macht in jeder Podcast-Folge nimmt der ein anderes Ding durch, was irgendwie bei der Reise zum Ich irgendwie eine relevante Rolle psychologisch betrachtet spielen könnte. Also erste Folge macht er zum Beispiel einen Ayahuasca-Trip. So, kennst du diese krasse Selbstfindungsdroge? So, dann macht der in einer Folge, probiert der Hypnose aus. Und so weiter und so fort. Also der probiert ganz viele, ich sag mal in Anführungszeichen, Therapieformen aus, die irgendwie so ein bisschen außerhalb der klassischen Psychotherapie sind und so. Und der Typ hat auch eine Folge gemacht mit einer Familienaufstellung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Familienaufstellung. Habe ich schon mal gemacht, ja. Hast du schon mal gemacht? Ja. Hast du schon mal gemacht? Ja. Wie? Na, beim Psychologen. Okay, das ist krass. Also ich möchte an der Stelle, ich hab gerade so auf die Uhr geguckt. Boom. Das ist okay, alles klar. Das finde ich ja interessant. Ja. Aber wir haben jetzt gerade 5 Themen mit einmal auf. Ich speichere mir das mal kurz ab und entweder passt das noch in diese Folge rein oder das müssen wir mal gesondert besprechen, weil das ist ja krass. Ja. Alter, wir sind 25 Jahre befreundet, was ist denn nur los mit uns? Ich glaube, ich habe dir das erzählt. 100, warum soll ich dir das nicht erzählt haben? Mit wie vielen Personen? Eine Familienaufstellung. Ja. Die machst du doch mit dir selber und dem Psychologen und dann wird. Naja, hast du keine Familienaufstellung gemacht. Na doch. Du stellst doch, also gedanklich fängst du an, deine Familie abzubilden und guckst, wie die Beziehung zu den Einzelnen. Also zumindest, keine Ahnung. In dem Podcast war das tatsächlich so, und die haben das auch so erklärt mit dieser Familienaufstellung, dass du tatsächlich, dass das tatsächlich mit ganz vielen Personen stattfindet, die dann halt auch alle jeweils eine Rolle aus deiner Familie. Also einer spielt dann dein Papa, der andere deine Mama und noch deine Geschwister und so. Genau, ja. Und das nicht imaginär funktioniert, sondern mit echten Personen gemacht wird. Das ist richtig, aber du kannst natürlich, wenn du jetzt in einer Einzelsitzung bist mit einem Psychologen, denkt, der kann jetzt ja nicht sagen, der geht ja jetzt nicht raus auf die Straße und sagt, hier, kommen Sie mal rein, kommen Sie da mal rein, kommen Sie mal rein, wir brauchen ja mal Leute, die Mutti spielen oder den Vater. Naja, du kannst es aber durchaus auch nur mit dem Psychologen machen. Ach krass. Okay. Der dann für dich halt in dem Raum sich bewegt, wenn du halt, stellen Sie sich Ihren Vater vor, wo würde Ihr Vater im Raum stehen? Okay, krass. Was würde der machen? Ja, okay. Punkt. Also ich versuche jetzt einfach mal kurz da nicht drauf einzugehen, weil sonst machen wir das nächste Thema auf, weil ich wollte ja eigentlich noch erzählen, was ich kochen kann. Ja, ich wollte auch noch mal was vom Kochen erzählen. Ja, das ist jetzt durch. Scheiße. Aber wir hatten auch schon mal so eine Kochenfolge gehabt. Ja, aber wir sind doch auch so ein Food-Podcast. Dieses False-Back-Memory-Dingens gab es tatsächlich in dieser Familienaufstellungs-Podcast-Folge und da haben die tatsächlich darüber gesprochen. Er hat auch irgendwie mit einem Psychologen oder Neuro irgendwas, keine Ahnung, gesprochen. Mhm. Und das war ziemlich beeindruckend, weil das tatsächlich existiert. Also ich habe zum einen mal von einem Experiment gehört, wo man von Leuten Kinderfotos, von erwachsenen Menschen Kinderfotos genommen hat. Ja. Und die ins Disneyland rein retuschiert hat und dann diesen Erwachsenen diese Fotos von sich selbst gezeigt hat und denen weiß gemacht hat, dass die als Kind schon mal im Disneyland gewesen sind. Und die konnten sich dann wirklich, obwohl die niemals dort waren, daran erinnern, dass sie als Kinder im Disneyland gewesen sind. Finde ich richtig absurd, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Natürlich kann man sich das nicht vorstellen, aber das geht. So, warte, ich werde das hier nebenbei. Alter, False Memory Syndrom heißt es genau. Feedback qualitative Gedächtnisstörungen mit falschen, aber als real erlebten Erinnerungen. So. Meist handelt es sich um ein nicht stattgefundenes Trauma, von der die Person nicht abzubringen ist. Und das ist total krass, weil in dieser Podcast-Folge
hat der Psychologe, der darüber gesprochen hat und der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, hat eine sehr private Story aus seinem Leben erzählt, die hat mir so ein bisschen Gänsehaut verschafft. Und zwar hat er gesagt, dass seine beiden Töchter ihm vorwerfen, dass er sie als Kinder vergewaltigt hat. Okay. Und er hat dann halt quasi erzählt, dass das aber nie stattgefunden hat und so. Ich meine, es bleibt jetzt natürlich aus, ob der vielleicht auch lügt, ne? Und ja. So, keine Ahnung. Aber wäre auch irgendwie schon ziemlich pervers, das dann zu erzählen. Aber egal. Aber der hat das tatsächlich im Zusammenhang mit einer Familienaufstellung erzählt und meinte, dass Familienaufstellungen alles voll wirksam und ne, also gibt es irgendwie gute Ergebnisse wohl zu, aber wohl da eine Gefahr besteht zumindest, dass man dort falsche Erinnerungen auslösen kann. Bei einer Familienaufstellung. Bei einer Familienaufstellung. Ich weiß nicht, ob das, ich will jetzt mit ganz großer Vorsicht, Leute, Alter, googelt das bitte, ja. Und wir sind kein Psychologen. Aber sowas von keine Ahnung davon. aber ich fand das halt mega spannend. Auf jeden Fall haben die halt einfach darüber berichtet, dass es Menschen gibt, ja, die gerade in Bezug auf Trauma Erinnerungen haben, an die so nicht existiert, die oft mit Trauma im Zusammenhang ist. Also irgendwas Krasses, was passiert ist und so. Das kann ich mir aber tatsächlich, das kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen. Dass wenn du ein Trauma hast oder erlebt hast, ja, mag sein, was auch immer das sein mag. Ja, aber was, wenn du keins erlebt hast, das ist ja das Krasse. Also du bist traumatisiert von einer Sache, die gar nicht passiert ist. Das ist ja das Problem an diesem False Memory Syndrom. Du bist traumatisiert. Das ist so, als würdest du... Ach so, okay, jetzt habe ich es verstanden. So, genau. Jetzt erst. Ich war in den letzten 10 Minuten komplett ahnungslos. Ach so, also du bist traumatisiert von etwas, was gar nicht stattgefunden hat? Ja, ja. Alter, okay. Das ist halt krass, ne? Und das Krasse ist, dass psychologisch betrachtet das Trauma aber echt ist. Ja, klar. So. Weil das, du bist wirklich traumatisiert. Alter. Ja. Du bist ja voll am Arsch. Das Geile ist aber, man kann das ja eigentlich auch positiv, so ein bisschen positiv drehen, ne? Ich meine, wenn ein unechtes Trauma dazu in der Lage ist, ein unechtes Erlebnis dazu in der Lage ist, dich zu traumatisieren, dann könnte man ja auch einfach sagen, stell dir einfach vor, du bist... Ja, was? Ich will dich jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, ja, ja, so meine ich das gar nicht, aber... Nee, lass mal rumspinnen. Ja, unser Podcast ist letztes Jahr Gold gegangen. Ja. Und dann stellen wir uns das richtig doll vor und dann laufen wir durch die Weltgeschichte und erzählen, was wir für krasse Typen sind. Ja, aber der Unterschied zu einem Trauma ist ja, dass ein negatives Erlebnis kannst du ja mit in die Zukunft nehmen. Also mit durch dein Leben schleppen. Also egal, ob das Trauma jetzt echt ist oder unecht. Du guckst gerade so, als würdest du nicht verstehen, was ich meine. Nee, ich habe einen Gainer unterdrückt. Ach so. So ein Weight Gainer oder was? So ein kleiner Dead-Joke am Rande. So. Das heißt also, wenn du jetzt einen total schlimmes Erlebnis gehabt hast in deinem Leben, ja, und davon traumatisiert bist und dieses Trauma aber auch nicht aufarbeitest oder aus deinem Leben irgendwie wieder rauskriegst, dann nimmst du ja, dann verändert sich ja deine Persönlichkeit dadurch irgendwie oder zumindest dein Verhalten ändert sich ja dadurch und das nimmst du mit durch dein ganzes Leben. Ja. So, die Frage ist natürlich, wie sich dein Verhalten ändert, wenn du dir jetzt eine positive Erinnerung einbildest. Also wenn du dir jetzt irgendwie einbildest, dass wir irgendwie vor 2 Jahren mal 300 Millionen Hörer hatten in Deutschland. Hö? Drei im Sinn? Wait a minute. Nein, Spaß. Verstehst du, was ich meine? So, was machst du denn da mit dieser positiven Erinnerung? Also die kannst du die für deinen Selbstwert irgendwie verwenden? Oder? Ja, das war halt so mein Gedanke. Aha. Also ich habe da jetzt noch, willkommen bei nicht zu Ende gedacht, aber ich dachte so, okay, was ist denn, wenn du dir so eine Sachen vorstellst und dadurch halt selber dein Selbstwertgefühl halt irgendwie voll positiv beeinflusst? Na, es gibt ja dieses Konzept von fake it till you make it. Also tu so lange so, als wenn du es hättest, bis du es dann wirklich hast. Die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, die selbsterfüllende Prophezeiung ist nochmal so ein bisschen negativer behaftet als Fake It Till You Make It. Fake It Till You Make It kommt ja eher aus diesem ganzen Erfolgs-Power-Super-Selbstentwicklungs-Dingens, so bla bla. Und die selbsterfüllende Prophezeiung ist ja eher die, ich glaube, dass meine Freundin fremdgeht und fange dann an,
rumzuspionieren, bis ich irgendwas finde, was mir irgendwie bestätigt, dass sie fremd geht. Also da geht es nicht mal um einen Beweis oder sonst was. Und spioniere rum und finde irgendwelche Tatsachen, wo ich der Meinung bin, ja, die hat damit irgendjemandem geschrieben oder bla bla. Und dann gehe ich der so doll damit auf den Sack, dass die irgendwann keinen Bock mehr hat auf diese Beziehung, irgendjemand anders kennenlernt, mit dem dann fremd geht. Und dann habe ich meine selbsterfüllende Prophezeiung. Na, das ist dein Beweis. So, das ist so dieses negative Denken und das funktioniert. Oder ich scheitere. Ich nehme mir irgendwas vor, aber ich werde das eh nicht schaffen. Und dann schaffe ich es auch nicht. Das ist auch so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung am Ende, ne? Okay. So. Was ich übrigens sehr gefährlich finde, die selbsterfüllende Prophezeiung, da versuche ich ganz oft, weil ich komme ja tatsächlich aus einer sehr negativ Mindset-Vergangenheit. Also ich war eigentlich bis Mitte 20, würde ich sagen, wenn nicht noch länger, mit einem sehr, sehr krassen negativen Mindset gegenüber allem, was ich tue, geprägt. Also das heißt, alles, was du selber gemacht hast, ob es jetzt die Musik war oder Arbeit oder so, war für dich immer nichts wert, war schlecht. Ich habe mich davon aber komplett ernährt. Also das war für mich so wie so ein Nahrungsmittel, weil natürlich auch dadurch immer wieder Bestätigung reingeflattert ist. Weißt du, so dieses klassische Thema, ja, ich mache so ein bisschen Musik. So nebenbei, so ein bisschen ganz klein, ganz nicht hörenswert, ist jetzt nicht interessant und so, ne? Und dann kommt irgendjemand und sagt so, ah, cool, darf ich mir mal anhören? Und dann hört sich das jemand an und sagt, oh, ist aber voll toll. So, weißt du, so holst du dir dann deine Aufmerksamkeit, wenn du so ein Mindset hast. Wenn du alles permanent schlecht machst. Hast du halt irgendwie Leute, die dich bemitleiden, die dir Aufmerksamkeit geben und so weiter. Und ich habe ganz lange nicht gepeilt, dass mich das aber unfassbar bremst. Und dieses selbsterfüllende Prophezeiung-Ding, davor habe ich richtig krass Respekt. Wenn ich irgendwie negativen Gedanken an irgendwelche Sachen habe, dann fällt mir das immer sehr schnell ein. Dann denke ich immer sehr schnell an diese. Also es ist wie so ein Aberglaube. Das ist wie so, ich bin ja sowieso jemand, so ich bin überhaupt nicht esoterisch in dem Sinne, aber ich verschließe mich auch nicht gegen irgendwas. Weißt du so? Also mir kannst du auch mal ein Horoskop vorlesen und ich setze mich auch nicht hin und also ich glaube zwar nicht an Horoskope, aber ich setze mich auch nicht hin und sage, ja, das ist Quatsch. Und ich denke mir so, okay, das ist interessant, dann nehme ich mir irgendwas mit. Ja. So, ich bin dem immer so allem offen gegenüber. Und deshalb bin ich auch so diesem Aberglaube offen gegenüber so, ja, jetzt nicht so eine selbsterfüllende Prophezeiung draus machen. Okay. Wenn ich sage, ich klopfe dreimal auf Holz, dann ist mir das auch wichtig, dass ich irgendwo Holz, einen Tisch habe, wo ich draufklopfe. Ja, klar. Warum hast du mit dem Salz über die Schulter schmeißen und so? Ja, was ich jetzt nicht machen würde, ist mir so einen Kreis mit Salz um mich herum machen und dann sagen, da können jetzt die bösen Geister nicht reinkommen. Weißt du, was ich meine? Aber also, gehst du unter Leitern durch? Ja, damit hätte ich jetzt auch nicht so ein Thema. Echt, ja? Also, mach ich ja tatsächlich nicht. Also, wenn ich bin einmal, das war dieses Jahr, durch eine Leiter durchgegangen, durch das V. Und hab das gemerkt, dass so, oh fuck, okay. Und dann dachte ich so, ja Mann, ich bin nochmal durch die Leiter durchgegangen, dachte, vielleicht kann ich es noch schnell umdrehen. Und dann kommt so eine Stimme, jetzt bist du zweimal durch die Leiter gegangen, du Trottel. Und ich dachte mir so, ich geh nochmal schnell zurück, Alter, vielleicht kriegst du, liebe Gott, da nicht mit. So. Ja, aber selbsterfüllende Prophezeiung, finde ich gerade ganz interessant, dass man mal sich darauf so ein bisschen trainiert, im Alltag zu gucken, wo sowas was vielleicht in Kraft treten könnte, also wo so ein Strudel dadurch entsteht. Ne? Naja, jetzt nicht so picky sein, dass du den ganzen Tag nur suchst wie ein Idiot, aber ich hatte zum Beispiel in meiner Ausbildungszeit, in meinen letzten Ausbildungsmonaten, bei meiner letzten Ausbildung, da hatte ich immer das... In deiner Ausbildung? In meiner Ausbildung, genau, wo ich Ausbildung gemacht habe damals. Ah ja, da hast du dich ausbilden lassen oder was? Genau, richtig. Ja. Und ich hatte immer Angst davor, dass ich es dann auf ein Berufsding nicht schaffe. Entschuldigung, dass ich gerade lachen muss. Warum lachst du? Ich kann dir gerade nicht beschreiben. Wegen Ausbildung? Lachst du wegen Ausbildung noch? Ja, so sei, Mann. Ey, das ist halt so eine komische Folge, Alter. Was ist denn das? Erstmal haben wir 8 Themen offen gerade. Und es liegt jetzt an den Leuten, dass ihr uns dann auf Instagram eine Nachricht schreibt, auf welche dieser Themen, die jetzt offen geblieben sind, wir dann in der nächsten Folge nochmal eingehen sollen. Also die Themen sind immer noch Kochen. Kochen, Mandela-Effekt, Self, wie heißt das englische Wort? Self-made Prophezeiung. Genau, Self-made Prophezeiung. Dann hier, fake it till you make it. Ja,
Dann natürlich auch noch die wichtige Frage, ob wir uns nackt fotografieren. Ja. Also wir waren noch bei dem Merchandise. Und die Familienaufstellung haben wir auch noch irgendwie gehabt. Mit, achso, False Memory Syndrom. Haben wir auch noch gehabt. Das ist quasi, also eigentlich ist das so die Soljanka-Folge. Einfach alles rein in Top. Die Soljanka-Folge, das ist super geil. Einfach rein in Top und mal gucken. Steht. Aber schmeckt ja auch lecker. Super, Alter. Wo wir wieder beim Kochen sind. Damit haben wir Thema Kochen zugemacht. Red doch mal über deine selbsterfüllende Prophezeiung, die du während deiner Ausbildung, als du dich hast ausbilden lassen, in deiner Ausbildungszeit hast gemacht. Du bist ein richtiger Arsch, Alter, dass du mich auch noch mal da so reinrennen lässt. Okay. Ich habe mir halt gedacht, ich hab immer Angst gehabt, dass ich auf, wenn ich die Ausbildung... wenn ich nicht hingehe, dass ich nicht ankomme. Nee, Mann, ich hatte Angst, dass wenn ich meine Ausbildung fertig mache und dann im Berufsleben ankomme, dass ich das nicht hinbekomme. Ganz doll. So, ich hab's nicht hinbekommen. Aber du hast es doch hinbekommen. Nee. Hä? Nee. Welcher redest du jetzt? Von der ersten Ausbildung zum IT-Systemelektroniker? Nein, was? Ich rede davon, wo ich meine IHK-Ausbildung zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien gemacht habe. Aha. Und dann, das war Mitte 2010, war ich dann... Das ist übrigens auch der Mandela-Effekt. Die Ausbildung, die du gemacht hast, ist gestaltungstechnischer Assistent in Fachrichtung Medien. Bullshit. Ach, du warst ja noch mal hier in diesem Autohaus, wa? Ja. Für Ausbildung hast du denn eigentlich gemacht? Drei. Naja, ich sag und ich habe in der 9. Klasse noch einen Excel-Kurs belegt. Ich sag mal so, genauso oft, wie ich durch die Führerscheinprüfung gefallen bin, ne? Ja, ich habe ein bisschen gebraucht. Naja, Mann, aber guck mal, dann habe ich da irgendwie bei Groupon gearbeitet, irgendwie 4 Monate, war richtig zum Kotzen. So, und dann, wo ich mich dann versucht habe, selbstständig zu machen, hat ja halt nicht funktioniert, war ja alles scheiße, waren ja irgendwie 2,5 Kackjahre. Ja. War nicht toll. Aber ich weiß auch nicht, ob die selbsterfüllende Prophezeiung, das müsste man jetzt nochmal recherchieren, ob die sich tatsächlich eher so auf ein spezielles Ding bezieht und nicht so ein langfristiges Ding ist, so mit ich schaff's im Leben nicht so. Wieso? Sondern eher so ein projektbezogenes Ding ist. Nö. Weil ich glaube, wenn man so generell... In meiner Welt kann das beides sein. Wenn man so generell so eine Einstellung hat zum so, ich krieg mein Leben irgendwie nicht gebacken oder ich krieg nach der Ausbildung das mit dem Job nicht richtig hin, so, dann steckt da natürlich auch irgendwie eine tiefer liegende Sache drin, glaube ich. Ja, aber ich finde trotzdem... dass wenn du natürlich mit einem ganz anderen Mindset daran gehst, sagst du, nice, Alter, ich freue mich voll, ja. Wird bestimmt eine aufregende Zeit jetzt nach der Ausbildung. Ja. Bist du anders drauf. Ich glaube, dass halt dieses, wenn wir jetzt mal dieses Fake it till make it benutzen als Gegenstück dessen, dass das aber auch, das ist auch ein Stück weit, also eigentlich, ich weiß nicht, ob man sagen könnte, dass das funktioniert. Weil ich davon überzeugt bin, dass der Körper und dein Gehirn schon schnallt, ob du dir selber Scheiße erzählst. Weißt du? Also es ist die eine Sache, wenn ich sage, wenn ich morgens aufstehe und versuche mit einem positiven Mindset in den Tag zu gehen und zu sagen so, ey, ich werde heute alles dafür tun, dass dieser Tag geil ist und werde mein Bestes geben und irgendwie happy heute Abend einschlafen. Ja, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, dass er Fake it till you make it soll ja quasi sagen, ich bin Millionär, ich bin Millionär. Ich bin Millionär, ich lebe wie ein Millionär, ich rede wie ein Millionär, ich ziehe mich an wie ein Millionär und so weiter und so fort. Dass du quasi die ganze Zeit schon so tust, als wärst du einer, damit du dein Unterbewusstsein und dein komplettes Mindset darauf programmierst. Du hattest doch mal alles so, auf Millionär, du hattest doch mal so ein Pinboard. Das ist ein Vision Board. Ein, das ist nochmal was anderes. Ja, das ist tatsächlich nochmal was anderes, weil ich habe das mittlerweile übrigens. Thema 9 mittlerweile. Thema 9. Ich zeig dir das gleich mal im Privaten, aber ich habe mir mittlerweile ein Vision Board als Hintergrundbild für mein iPhone gebaut. Das ist ganz geil. Mach das ist eine kleine an. Collage. Mach nochmal an. Aha. So. Und tatsächlich habe ich mir so ein Vision Board ist ja eher, dass du quasi dir so ein Board machst, so eine Pinnwand machst oder Wallpaper oder whatever, ein Pinterest Board, wo du dir einfach so mit Bildern so ein paar Sachen reinholst, die für dich im Leben wichtig sind. Ob das, keine Ahnung, willst mehr lesen, dann nimmst du ein Foto von einem Buch, willst Trilliardär werden, dann nimmst du ein Foto von ein paar Geldscheinen, willst mehr zum Sport gehen, machst du irgendwie, keine Ahnung, so, suchst dir ein paar Bilder zusammen und versuchst dir halt so oft wie möglich dir die anzusehen halt. Also deswegen sagt man auch Board, weil am besten ist, das Ding hängt über deinem Schreibtisch und du siehst es den ganzen Tag auch, wenn du nicht raufguckst. Und das ist tatsächlich eine Sache, mit der ich persönlich ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Das finde ich tatsächlich ganz geil, weil ich oft in meinem Leben Situationen habe, wo ich meinen Fokus verliere. Weißt du, was ich auch habe? Ich habe dafür noch gar keinen Namen.
nenne ich das einfach mal Focus Paper. Ich habe so eine kleine Notiz in meinem Telefon drin, ja, wo ich ein paar Sätze an mich selbst geschrieben habe, wo die ich mir dann durchlese, wenn ich in meinem Leben komplett drüber bin, so. Also mein Fokus verliere. Meinst du mit drüber, meinst du, dass mir alles zu viel ist? Okay, wo du einfach so kurz vor Knall. Also wo ich einfach nicht mehr regelmäßig zum Sport gehe, ja, okay, wo meine Ernährung abkackt. Okay. Und so, wo ich mir wenig Gutes tue, Fastfood fresse, statt lesen lieber Netflix und so diese Dinger, ne? Die irgendwie einen am Ende, die schön sind, dass es die gibt. Dieses Konsumieren ist cool. Aber andererseits dich auch von so vielen Dingen, die ich noch im Leben erreichen will, einfach dann abhalten. Und das ist total krass, weil in diesem kleinen Brief an mich selbst habe ich quasi so an mich selber geschrieben, so nach dem Motto, bla bla, reiß dich zusammen, verliere den Fokus nicht, du willst das und das machen, das und das wolltest du tun, bleib dran und bla bla bla. So, ich will jetzt nicht komplett darauf eingehen, was da drin steht, weil es auch ein bisschen persönlich ist, aber im Prinzip ist es so ein Reset-Schreiben. Wenn ich mich das durchlese, dann resette ich mich. Da steht alles drin, worauf es mir im Leben ankommt, worauf ich Wert lege, was für mich wichtig ist. Und in diesem Brief steht quasi sinngemäß drin, Bro, vergiss nicht, warum du hier bist. Mhm. Und weißt du, was ich mich da bloß gerade frage? Ja. Ist diese, also ich finde den Gedanken von so einem Reset-Knopf irgendwie nice, weil ich glaube, dass man den halt wirklich ab und zu mal braucht. Ich frage mich nur, schaffst du, nicht abwertend gemeint, ne, aber schaffst du das dann in dem Moment, dich so selber zu verarschen? Nee, es ist kein Verarscher. Ja, okay, Verarsche, falsches Wort. Aber du bist ja dann, du sagst ja selber, du bist gerade in so einer sehr drüberen Stimmung, so, du bist so kurz vor Knall, dir ist alles zu viel, du vernachlässigst dich. Aber ja. Lässig und Sessel gehört ja auch irgendwie zusammen. Geil. Lass mal etablieren einfach, vernachsesseln. So, du isst scheiße, bla, ne, alles doof. Mhm. Und dann bist du ja in so einem so sehr düsteren Mindset unterwegs, so. Und dann, na, also es ist jetzt kein schöner Tag wahrscheinlich, oder kein schönes Feeling in den Tagen. Aber es ist keine... Na lass doch. Mich mal zu Ende bringen. Ja, sorry. Hm. So, und dann spürst du, wie ist das, sagst du, ich muss mir das jetzt durchlesen und schaffst du es dann aber trotzdem, die Worte oder der Inhalt, der in diesem Fokus-Schreiben oder in dem Reset-Schreiben drinsteht, in dem Moment auch zu verarbeiten, obwohl du in so einem schlechten Zustand dich gerade befindest? Oder, weil es könnte ja auch sein, um das kurz abzurunden, könnte ja auch sein, dass du das dann durchliest und dann denkst du, ja, so ein Mist, Alter. Das heißt, löschen. Also jetzt mal ganz, ganz übertriebene Handlung. So, ne, was ist das denn für ein Quatsch? Wie funktioniert das bei dir? Nee, weil, also, ja, es funktioniert eigentlich so, dass, stell dir vor, du hast irgendwie, also die Dinge in deinem Leben gelingen dir gerade einfach mal eine Woche lang nicht so richtig. Mhm. Oder wegen meiner auch zwei. Und irgendwie wäre es manchmal geil, wenn du so diesen, stell dir vor, irgendwie so Eye of the Tiger geht an, aus diesem Rocky-Film und irgend so ein Trainer, so ein Typ würde ankommen und sagen, ey, du bist jetzt gerade, du hast nicht auf dich geachtet, du hast Scheiße gefressen, du hast Scheiße in dein Hirn gelassen, du hast das und so weiter. So, und deshalb sind wir jetzt gerade hier. Deshalb geht's dir jetzt gerade so. Und es ist auch in Ordnung, aber jetzt stehst du auf und jetzt musst du wieder weitermachen. Jetzt denk dran, wir sind deshalb hier, das wollen wir machen und so weiter und so fort, da wollen wir hin. Und das ist es eher. Also es ist jetzt auch nicht so ein übertriebenes Motivationsschreiben, wo mir, es geht jetzt gar nicht darum, dass mir irgendwie so ein Selbsthilfetrainer jetzt so sagt, so, du bist was Besonderes und jetzt wirst du Millionär und du musst nur fest daran glauben, weißt du, so, deshalb ist es kein Selbstverarsche-Ding. Das habe ich doch nicht verstanden. Ne? Sondern es ist halt einfach mehr so ein Typ, der dich unterm Arm nimmt, hochzieht, dass du wieder aufstehst, den Klaps auf den Arsch gibt und sagt so, okay, es ist cool, du hast dich jetzt ein bisschen gehen lassen und jetzt machen wir wieder weiter beide. So, okay. Und diese Person wollte ich mir irgendwie selbst sein.
weil ich mich selber natürlich am besten kenne so und ich weiß, was ich, also nur ich weiß zu 100%, was ich irgendwie wirklich will und so. Und das konnte ich halt da reinschreiben. Wie lange hast du gebraucht, um dieses Schreiben aufzusetzen? Weil es muss ja auch, ne, ich meine, so aus einer Laune heraus sowas zu schreiben, finde ich, glaube ich, Quatsch. Sondern ich habe es tatsächlich aus einer, ich habe es tatsächlich das erste Mal geschrieben, als es mir mal richtig scheiße ging. Also ich habe das wirklich mal unter Tränen geschrieben. Das ist für mich aber ehrlich gesagt keine Laune. Ne? Sondern das achso, ist ja, naja, schlechte Laune halt. Nee, eine Laune wäre jetzt gewesen, so du sitzt mal an einem Mittwoch hier und hörst einen Podcast oder so und da steht, ja, wenn du mal nicht, ne, dann schreib dir mal ein Schreiben so. Und dann schreibst du dir das irgendwie so auf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, wir sind jetzt schon ein bisschen langsam über der Zeit, aber ich hatte ja schon mal in meinem Leben so eine Situation gehabt, wo alles zusammengebrochen ist. Mhm. Und das war aber, jetzt in der Rückschau betrachtet, sieht man das natürlich immer alles ein bisschen, ja, ne, man so ein bisschen entspannter. Aber damals ist so meine Erde zerfallende. Das war einfach eine Situation, wo ich eine Trennung hatte, einen Autounfall, mein Auto war kaputt, ich war arbeitslos und dann stand meine Wohnung noch unter Wasser, du erinnerst dich bestimmt daran. Ja. Und ich musste nochmal bei meinen Eltern einziehen. Ja. Und ich weiß gar nicht, was da noch für Scheiße zusammengekommen ist. So. Die allgemeine Alltagsscheiße wahrscheinlich so, auch. Genau. Und das war alles so viel mit einmal, gleichzeitig, parallel, dass ich wirklich irgendwie, ne, so ne, kann man sich ja vorstellen, ging es mir einfach nicht gut und hatte so einen kleinen Zusammenbruch quasi. Und auch da hatte ich damals einen Moment, und ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, was bei mir einfach funktioniert, weil ich in meiner Kindheit zu viele Karate-Filme und Rocky-Filme und so geguckt habe und irgendwie so ein bisschen auch auf diese dieses Power-Ding irgendwie auch stehe. Aber es gab damals eine Situation, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich, nachdem ich mich quasi komplett ausgeweint hatte, also mit Ausweinen, ich weine nicht so, ich weiß nicht, ob man das kennt, aber es gibt für mich so ein Ausweinen, wo du so viel heulst, dass irgendwann einfach nichts mehr kommt. Also es kommt, wo Tränenflüssigkeit ist aus, gibt es keine neue mehr. Mhm. Und auch so die Kraft, um noch irgendwie zu weinen, zu wimmern, ist auch vorbei. So du, man ist dann irgendwie so leer geheult. Okay. Und ich halte das mittlerweile für sehr gesund, sich leer zu heulen, wenn das geht. Und habe das, als ich diesen Prozess hinter mir hatte, kann ich mich erinnern, dass ich dann damals aus dem Fenster geguckt habe, aus dem offenen Fenster, und es hat richtig krass geregnet und mir ist richtig so der also es klingt jetzt sehr filmerisch, aber es war wirklich so, mir ist echt so ein bisschen so der Regen in die Fresse, der mich so ein bisschen so kalt, nass wach gemacht hat. Also ich habe den mit Absicht in den Regen gehalten und habe damals so zu mir selber gesagt, so alles klar, Status quo, dies, das, bla bla, und das passiert mir nicht nochmal. Ab sofort wird mir das nie wieder passieren. Alle Dinge, die heute passiert sind, werden mir nicht nochmal in meinem Leben passieren. Ich meine, okay, bis auf, dass meine Wohnung mal unter Wasser steht, das kann ich, glaube ich, weiß nicht, ob man das verhindern kann. Ja, wahrscheinlich ist, das ist wahrscheinlich aber mehr so an sich selber, so dieses darunter so zusammenbrechen, so dass du dann. Ja, voll. Und da habe ich damals gelernt, dass ich manchmal so ein Reset, dass das Konzept des Resets bei mir gut funktioniert. Das muss bei anderen nicht klappen. Aber bei mir funktioniert das gut, dieses mich komplett von allem, was mich überrennt, runterzureißen. Und dann das System runterzufahren. Also eigentlich fährt es sich ja gerade schon alleine runter durch diese Kraftlosigkeit oder durch diesen Zusammenbruch. Das System runterzufahren. Und ich liebe es, Dinge neu zu starten. So generell, ich liebe es, wenn ich mir, also auch so ein Monk-Verhalten, ne? Aber wenn ich mir ein neues Telefon kaufe, ich ziehe mir da nie ein Backup vom alten Handy rauf. So, ich liebe das, so dieses Handy komplett frisch mit einem neuen Betriebssystem aufzuziehen. Wenn ich mir einen neuen Computer kaufe, genau das Gleiche. Und ich finde es total geil, neue Projekte aufzumachen und dafür einen neuen Ordner auf meinem Computer zu erstellen. Also alles, was so frisch ist, mag ich. Mhm. Und deshalb funktioniert dieses Konzept von diesem Reset bei mir so gut. Weil das für mich ein Neustart ist. So ab morgen geht's wieder los. Ich gehe wieder zum Sport. Ab morgen ernähre ich mich wieder besser. Oder ab morgen setze ich mich wieder hin und lese mein Buch weiter. Weißt du, das mag ich. So krass, Mann. Ich habe davon, du hast mir das ja schon mal erzählt, dieses Erlebnis, wo es bei dir so, wo die ganzen Sachen, aber ich habe das, wenn ich so rückblicke,
Du hast ja nichts, Alter, nichts mitbekommen von, dass diese Sachen alle zusammen kamen und du so im Arsch warst. Zum damaligen. Ich hab das ja auch damals so nicht reflektiert. Also ich bin ja auch nicht rausgegangen aber. Und hab gesagt, so, ey Leute, ich bin richtig im Arsch. So, das ist ja eine wie krass Reflexion das eigentlich ist, ne? Ja, da ist viel halt zusammengekommen. Und aber wie gesagt, so vieles davon ist, also wenn ich heute nochmal einen Rohrbruch in der Wohnung hätte, dann würde ich da drüber lachen halt. So, weißt du, was ich meine? So, ich habe keine. Aber ich glaube, glaube ich, der Unterschied ist zu heute, ist Machtlosigkeit. Und das ist ein Gefühl, was ich mir versuche, immer wieder zurückzuholen. Also Macht ist so ein blödes Wort, aber Machtlosigkeit, Ohnmacht zu vermeiden. Also quasi, wenn ich war damals, als diese Wohnung unter Wasser stand, habe ich mich komplett machtlos gefühlt. Ich war auch noch jung, so, was mache ich jetzt? Meine Wohnung ist am Arsch. So, ich muss hier raus. Und arbeitslos, was mache ich jetzt? Mhm. So, und so weiter und so fort. Ne? Das sind so alles so Sachen, wo du in dem Alter einfach nicht weißt, was du dann tun sollst. Und jetzt meine Wohnung unter Wasser steht, dann weiß ich, okay, vielleicht sollte ich meinen Laptop irgendwie versuchen, schnell mal in Sicherheit zu bringen. Und dann mache ich einen Strom aus. Und dann rufe ich bei der Versicherung an, die ich bezahle als erwachsener Mensch. Ja. So, und dann gucken wir mal. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann muss ich mir eine neue Couch kaufen. So. Das sind so Sachen halt. Oder ja. Autounfall. So, alles klar, ich habe überlebt. Geil, ich habe mich gar nicht verletzt. Auch geil, Autoschrott. Ja gut, das ist halt Blech. Das ist halt schade, das ist halt scheiße. Passiert. Spare ich auf ein neues Auto oder habe jetzt einfach kein Auto. So. Du bist nicht mehr machtlos. Ja. Krass. So viel zum Thema Reset-Knopf. Und das ist für mich ein Unterschied zu diesem ganzen Fake-it-till-make-it-Ding, weil ich glaube schon ganz stark an positives Mindset, weil ich davon überzeugt bin, wer positives Mindset hat, der guckt nicht nach unten, sondern der guckt geradeaus. Und jemand, der geradeaus guckt, der sieht Chancen, die an einem vorbeifliegen und kann die dann, wenn er sie sieht, gegebenenfalls greifen. Und die dann verwirklichen. Jemand, der immer nur auf den Boden guckt, der sieht die Chancen, die an ihm vorbeifliegen, die sieht er nicht. Das ist eine sehr schöne Metapher, ja. Norman. Und deshalb glaube ich schon an dieses Positiv-Mindset-Ding, aber positives Denken an sich ist halt auch gefährlich, weil es bringt halt auch nichts, sich irgendwie hinzusetzen und zu sagen, ja, wird schon alles geil werden und dann aber nichts zu machen. So, weißt du, das ist so wie positives Denken ist, ich rauche 30 Jahre und denke mir so, ja, aber ich krieg schon keinen Scheißkrebs. So, das ist positives Denken, das ist Quatsch. Weißt du, was ich meine? So, aber zu sagen so, alles klar, ich versuche Chancen zu greifen, so, das ist für mich meine Art von Positivdenken. Ein wunderschönes Schlusswort. Soll ich die Muttis verabschieden oder was? Ja, aber mit einer richtig schönen, positiven Verabschiedung. Boah, nein, das setzt mich jetzt unter Druck. Nee, aber das Positive ist ja, es gibt ja dann in der Woche wieder eine neue Folge. Ja. Also, ihr seht die Chance. Leute, ihr habt jetzt hier die einmalige Chance, nächste Woche noch eine Folge zu hören. Aber ihr müsst dafür einfach geradeaus gucken. Weil wer nach unten guckt, der kann halt nicht in sein Spotify reingucken. Richtig. So. Ja, richtig. Und dieser Podcast, und ich möchte nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dieser Podcast, hübsche Söhne, zwei beste Freunde, dieser Podcast ist einzig und allein dafür gemacht, um ihnen 5 Sterne zu geben. Also lauft los und verbreitet die frohe Kund. Übrigens, was ich nochmal sagen wollte, bei iTunes kann man richtig auch eine Bewertung schreiben. Ja, bei Apple Podcast. So eine das, Boomer-Kacke. Ne, das würde ich schon geil finden. Was, wenn da mal Leute schreiben. Hört sich gut an, schreibst du dann da rein, ja, oder was? Ja, nein, Mann, ihr seid der schönste Podcast, den es gibt oder sowas. Irgendwas mit hübsch und schön hätte ich gerne. Okay, ich guck mal kurz, wo wir gerade stehen. Leute, an dieser Stelle wünsche ich euch noch eine geile Woche. Bitte, bitte, bitte schreibt uns mal eine Nachricht auf Instagram, welche Themen, die wir heute aufgemacht haben, von den 20 Themen, wir bitte mal noch in einer der nächsten Folgen nehmen wollen, weil ich würde irgendwie zum einen gerne mal über die Familienaufstellung sprechen. Ja. Ich würde auch gerne noch mal irgendwie über dieses ganze Thema, so diesen Mindset-Kram und so, finde ich auch interessant. Mal gucken. Und ich würde auch mal jucken, ob ihr auch so einen Reset-Knopf habt. Das muss ja nicht so ein Schreiben an euch selbst sein, aber so würde mich mal interessieren, wie sich die Leute resetten.
Weil ich glaube, dieses Resetten ist voll wichtig. So dieses, dass du irgendwann mal sagst, Alter, oh, ey, jetzt muss ich mal ganz kurz, gib mir mal kurz 5 Minuten. Diese obligatorische mal Kopf aus dem Fenster oder dieser kurze Neustart. Immer um Block laufen. Weißt du, was ich ja beneide? Ich beneide Leute, und das besprechen wir mal nächste Woche, die sagen, ich fahre einfach mal eine Woche alleine weg oder mal 3 Tage alleine weg und mach so dieses komplett für mich so ein Reset und komm dann wieder so und bin wieder ein bisschen gesettelt und das so immer im Jahr machen. Da müssen wir mal drüber sprechen, das ist ein sehr interessantes Thema. Voll. Top aktuell quasi. Yes. Top aktuell. Top aktuell. Freunde, bis nächste Woche, wir haben euch lieb. Mein Name ist Norm, mir gegenüber mein allerbester, wunderschöner Freund Pete. Wir freuen uns. Danke Hasen, dass ihr mit dabei wart. Häsinnen. Hasen und Häsinnen. Ehrlich sagen, Alter, ich habe bei dieser Folge so richtig gemischte Gefühle. Ja, ne? Am Anfang dachte ich so, was für ein Scheiß. Dann dachte ich mittendrin, mega lustig. Ja. Zum Schluss dachte ich, wow, jetzt wird's deep. Ja, ja. Und zum Schluss dachte ich so, krass, okay. Ja, und die Frage ist auch für mich so, dass ich mir so denke, wir haben ja eigentlich am Ende so ein paar Themen besprochen, die ja interessant sind. Aber ich habe eine riesen Angst davor, dass die Leute sich so die ersten 20 Minuten anhören. Und abschalten. Eigentlich auch die ersten 50 Minuten anhören. Und sich so denken, was für eine Scheißfolge. Und dann kommt zum Schluss auf einmal nochmal. Aber guck mal, jeder gute Film hat auch so eine Dramaturgie-Kurve drin. So. Und ich meine, überleg mal, wie das sein muss, Alter. Du bist total belustigt und positiv beweibt. Beweibt? Ja. Besesselt. Ich bin richtig besesselt in der Seele. Mhm. Und auf einmal schallert dir nach 30 Minuten so komplett ein krasses Thema um die Ohren. Ja, voll. So eine Backpfeife, aber eine schöne. Und ich glaube auch, dass es eine Belohnung ist für die Leute, die sich das hier wirklich anhören. Weil ich glaube, man vergisst es immer. Genau. Die wirklich hübsche Söhne auch ernst meinen. Da müssen wir auch mal die drüber leben. Da müssen wir, lass uns da auch mal drüber sprechen. Irgendwie mal, da müssen wir mal eine extra Folge für machen. Ja, Markus. Sag mal. Richard, wo erwische ich dich gerade? zum Thema ernst nehmen. Ob wir dieser Podcast, kann man den ernst nehmen? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, machen wir nochmal eine gesonderte Folge drüber. Markus. So, Freund. Ich finde, das ist immer noch nicht klar, wer von uns Markus ist und wer Richard. Ich bin Markus Lanz. Ja. Du bist hier unser Philosophentyp. Doch, ja, du bist Precht, Alter. Aber so von der Sonderbarkeit bist du eher Precht, finde ich. Ja, auch von der Sexiness bin ich eher Precht. Ich finde ja Markus Lanz nicht sexy. Precht finde ich aber schon sexy. Vielen, vielen Dank. Cool, danke schön. Alles klar, ich verabschiede mich mit dem Kompliment, gehe ich jetzt ins Bett. Danke. Dafür, dass ich bin der unsexy Lanz oder was? Obwohl ich sagen würde, dass wenn die beiden auf der Pirsch wären, ich glaube, dass Lanz mehr Mamis bocken würde. Ja, weil ich glaube, weil Lance einfach mal, der ist noch so ein, was hast du mal erzählt, der hatte mal so ein silbernes Hemd an und dann so einen zu engen Nacken. Ich sage krank. Dir, Lance ist so der Mandy-Surfer, Alter. Ich sage dir, dass der richtig, der holt richtig so die